Ein recht herzliches Willkommen und willkommen zum Spiel Rostock gegen Jena. Ja, wir sind wieder auswärts unterwegs und werden das gleich mal aus. Wir werden das gleich sehen, ob uns unsere Taktik weiterhilft. Wir haben jetzt eine 4-2-2-2-Kette. Denn wir haben gegen Rostock eine Aufgabe. So, dann ab zum Anstoß. Auf geht's. Ich muss hier mal wieder leiser machen. So. Eckball. Jawohl. Oh. Gut. Das war schon mal eins. Oh, noch einmal eine Ecke. Hoffentlich packt man es. Ja, gut, okay. Super, läuft ja. Eckball, so viele Ecken hatten wir noch nie. Und, ah, verdammt. Hätte passen können, hätte passen können. Aber es kommt gleich nicht. Schade. Das hätten wir wirklich verdient gehabt, dieses Tor. Na komm. Boah, schon wieder gehalten. Vier Schüsse schon aufs Tor, naja, das läuft. Läuft gerade etwas besser. Gelbe Karte für Jena. Tierz. Gut. Oh. Der war nicht ganz so gut geschossen. Ja, Tor 1-0 Jena. Und das wieder mal von Eckert, erster Saisontor. Herrlich. Und er dreht ab. Und gibt an Ochs und Ochs. Und dann Bäm. Rückpraller eingelocht. Super, Jungs, super. Ihr gefällt mir gerade. Mir gefällt mir echt gerade. Ja, das wäre jetzt ein Moment, ein Moment. Es wäre jetzt Platz 12. Also wenn das so weitergeht, dann können wir auch hochkommen. Also, denkt dran, es gibt was im Shop. Guckt unten in die Videobeschreibung, da sind alle Links dazu. Und ich würde mich auch freuen über einen Daumen.
nach oben, das Abonnieren meines Kanals und auch wenn ihr mal bei der Freundin in der Endcard vorbeiguckt, denn eine gute Freundin von mir braucht da nämlich auch noch Unterstützung, also wäre es auch nett, wenn ihr da mal vorbeischaut und auch da den Kanal abonniert. Na, 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 kriegt er noch? Ja, und? Oi, oi! Ach, schade. Ach, hätte ja passen können. Ach, die erste Ecke für Rostock oder was das war? Raus mit der Lille. Und Bock schießt Bock wieder. Ah. Naja, gut. Wow, 2-0. 2-0. Jawohl. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft für uns. Da war er drin im Netz. Da hat der Fisch im Netz gezappelt. Jetzt werden wir das mal ganz gut machen hier. Und... okay, wir haben Glück. Oh. Oh oh, Konter. Die laufen jetzt genau. Ah, das sieht doch gut aus. Gelb? Ja, gelb. Das war eine Notbremse. Ah, drüber. Shit. Ah, nicht so gut, aber schön. 8 Tore schon. Haha, 8 Schüsse aufs Tor. Super. Ich muss die Jungs schon wieder loben. Ich bin echt zufrieden mit denen. Na, ah, das war natürlich nicht so geplant. Es war... oh. Ja, der traut sich was, der Junge. Ups. Und wieder kontern. Genau, Jungs. So läuft das hier. Abstoß, Rostock. Ah, das gefällt mir jetzt, dass es mehr in die Richtung geht, wo es hin soll. Es geht schon wieder in die eine Richtung. Meine Fresse, ist das gut. Na, na? Ah, schade. Ja, bei Chancen, da kriegst du es nicht ganz so schnell mit. Ah. Ach gut, okay, kann passieren. Kann passieren. Ein blindes Huhn findet auch mal Korn. Ach nee, den Ball. Macht mir aber jetzt wieder zu schaffen. Alter Schwede, ja, das stimmt. Ach ja. Das sieht aber gut aus.
verdammt. Geht schon wieder in die Richtung. Geht wirklich nur in die eine Richtung. Ja, unterschätzen dürfen sie uns nicht. Zwei. Ach nee. Was war denn das jetzt? Ah, Ecke. Ja, unsere Mannschaft kann das. Boah, Glück gehabt. Da haben wir echt Glück gehabt. Zehn Schüsse aufs Tor für uns. Gelbe. Erste gelbe Karte der Saison. Ja, da muss ein bisschen das Tor hoch, um das es treffen. Ach nee, das muss noch unten, noch weiter, in den Erdboden rein. So sollte das sein. Oder ich glaube, Ochs hat ein paar Ziegelsteine dabei. Können wir das Tor zumauern. Beton rühren wir ja schon an. Brauchen wir nur noch die Ziegelsteine fürs Tor zum Zunageln. Ach so, zum Mauern. Genau, zu Mauern heißt das ja. Oh, das gibt's doch nicht. So, 1-2 Halbzeit. Heißt, was sieht gut aus? Drei Schüsse gehalten. Weiter geht's. So. Wir bleiben offensiv. Auch Außennetz auch noch. Gelbe Karte. Die dritte, Brückmann. Die dritte gelbe Karte in dem Spiel. Die vierte. Kann nicht sein. Ja, na, kein Risiko, dass er keine gelben Karten fängt, ihr Pfeifen. Ah, der war schon rüber übers Tor. Shit. Verdammt. Es hätte auch gut klappen können. Ja. Das war nicht so gut.
Während man da 15. Boah. Jetzt geht schon wieder los. Oh. Hat denn den abgeluchst hier? Ja, gut, okay, es geht noch. Kondition geht noch. Ja. Ecke. Ach. So, wenn ihr ein bisschen was als Tipp habt, oh, der ging daneben, shit. Dann wäre es ganz cool, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben könntet, was ihr gut findet, was ich verbessern kann und wie ich es verbessern kann. Denn noch ein bisschen Blindflug habe ich. Ich weiß zwar, wie das teilweise geht, aber das mache ich teilweise im Blindflug. Das muss ich sagen. Oh. Ah, verdammt. Ah, wäre gut gekommen. So, Spielerbewertung. So, ach so, Rostock wollte ich gar nicht. Ja, sieht doch gut aus. Dominik Rostock. 6865. Ja, okay. Können wir weitermachen. Können wir weiter laufen lassen, erst einmal. Die sind noch ganz gut im Flow. Ach Mann. Könnte mal wieder was geben. Jetzt macht er die ersten Auswechslungen. Siebenundsiebzig. Ich will auch mal eine Auswechslung machen. 6, 5, 6, 8, 6, 7, 6, 5, 6, 8, 6, 8. Starker. Der hat eine 6-3 Bewertung. 6, 8, 6, 5.
Und Fasnacht. Nehmen wir noch mit. Bestätigen. So, da gucken wir mal. Außen, ein Wurf. Naja, klappt. Zurzeit ist, sagen wir, ein Tor Vorsprung. Gut, okay. Hätten fast wieder zwei Tore gehabt, oder? Verteidigen aber mit Mann und Maus, gell? Das ist schon mal ein sinnvoller Aspekt, der mir gefällt. Ja, wechselt nochmal. Wir kontrollieren mal. Ja, kontrolliert es besser als wie dass wir das jetzt hergeben, den Sieg, weil die sind mir zu viel am Tor vorne. Und wir haben ein Tor Unterschied, also wir müssen das jetzt kontrolliert zu Ende bringen, weil sonst haben wir keine Chance dagegen. Also wenn wir da jetzt das kontrolliert hergeben, das Spiel, dann sind wir sowas von am Hintern, wie es eigentlich sein soll. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Denn wir wollen ja eigentlich noch ein bisschen was davon erreichen. Das war super. Das war daneben. So, ich will nochmal Wechsel machen. Und zwar haben wir nämlich, habe ich gerade was gesehen, Kübler. Kübler gegen Schlegel. Den nehmen wir noch mit rein. Bestätigen. Na, komm! Oh! Mann! Schneller am Ball sein, Junge! Ich fordere noch mal ein bisschen mehr, dass er das noch ein bisschen machen. Also, dass wir noch ein bisschen, dass wir noch eins reinkriegen, weil das könnte jetzt ein bisschen schwer werden in den letzten paar Minuten. Denn ich vermute, in den letzten 3 Minuten kriegt man nämlich ein bisschen Probleme. Das ist nämlich das, was ich denke.
Noch einmal eine gelbe für Eggert. Der hat sich noch mal eine abgeholt. Ja, der nächste Sieg. Ja. Oh, jawohl. Wir haben den nächsten Sieg eingefahren. Ey, geil. Das heißt für uns, wir sind Tabellenzwölfter mit 8 Punkten. 7 Spiele, 3 Niederlagen, 2 Unentschieden und 2 Siege. Herrlich. So muss es laufen. Okay, und damit verabschiede ich mich für das Erste und wünsche euch einen schönen Nachmittag. Oder wann ihr es gerade guckt. Bis dahin, ciao.